So, da sind wir schon wieder mit der nächsten Tagesaufgabe, nämlich füge Gegnern Schaden mit Scharfschützengewehren zu. Also mit Scharfschützengewehren und Schaden haben die jetzt in letzter Zeit echt wieder viele Missionen, aber die Lösung bleibt immer noch dieselbe: ab in Gruppenkeile. Ich mache extra nicht auffüllen, damit mir hier keiner dazwischen quatscht. Dann, ihr seht ja, jetzt sind wir schon bei 355 Abonnenten. Für all die, die vor ein paar Tagen noch gemeint haben, das dauert ja 100 Jahre, bis die Zahl da ist. Im Prinzip, wenn 5 Abonnenten noch dazukommen, sind es in Anführungszeichen schon nur noch 6 Zahlen, die fehlen. Also, wie zurzeit abonniert wird, einfach Bombe, was ihr macht. Aber natürlich, wenn du immer noch kein Abonnent bist, mich aber schon öfters gesehen hast, ich dir schon öfters helfen konnte, gerne ein Abo dalassen. Wie gesagt, alle 10 Abonnenten kommt da unten eine Zahl hinzu. Und da unten wird halt auch immer ein Paysafe-Code stehen. Also egal, was ich hochlade, der Code steht immer da. Auch im Livestream. Also abonnieren lohnt sich, was das betrifft, auf jeden Fall. So, dann was die Aufgabe hier betrifft. Auf jeden Fall Scharfschützengewehr schnappen. Und dann so schnell wie möglich in die Endzone. Ich denke, das hier sollten wir eigentlich auch in einer Runde hinkriegen. Kann man natürlich auch solo machen, aber dauert natürlich einfach ein bisschen länger. Aber im Prinzip, wenn man drüber nachdenkt, zwei Headshots und schon ist die Aufgabe fertig. Aber es müssen halt Scharfschützengewehre sein und keine Zielfernrohrwaffen. Also nicht die, sag schon, die AR mit dem Zielfernrohr. Das ist dann doch ein Tick andere Aufgabe. Jetzt hoffe ich nur, dass wir auch direkt ein Scharfschützengewehr finden. So, ich habe mal die Region geändert. Ich habe nämlich automatische Region. Mal gucken, ob es jetzt immer noch so übel leckt. Ich habe mal ein, zwei Runden so gespielt, aber da hat es eigentlich nicht mehr so stark geleckt. Ja, das leckt immer noch. Aber mir kommt das Spiel trotzdem schneller vor. Komischerweise. Wir suchen eine Sniper. Keine. Spiel kommt mir echt schneller vor. Ich weiß nicht, ob es jetzt daran liegt, dass ich so lange FIFA gespielt habe. Irgendwie kommt mir hier gerade alles schneller vor. Noch eine Kiste. So, und wenn ihr nicht direkt eine Waffe findet, dann geht einfach zu den Lootbox. Da müsst ihr eigentlich safe eine finden. So, jetzt haben wir hier nämlich das Beispiel. Ich gehe mal gerade auf die Waffe. Ist nämlich. Doch, ist ein Scharfschützengewehr. Also haben wir das schon. Dann können wir eigentlich schon Richtung Endzone gehen. Eventuell schon ein bisschen Munition könnte ich noch brauchen. Aber 160 Schuss, davon werde ich ja wohl irgendwas treffen. Ach, hier war auch schon einer. Da war auch schon einer. Und ich habe so das Gefühl, alle, die so mir zugucken, FIFA interessiert euch irgendwie überhaupt nicht. Kann also irgendwie sein. Ist mir nur noch so aufgefallen. Das Problem ist, es ist einfach eins meiner Lieblingsspiele. Haha, wie ich das hasse. Hier sprinten aus. So, greifen wir noch schnell zu Lootback rüber. Hier Gegner. Ne, wir sind ja safe auf unserer Seite, von daher dürfte hier eigentlich nichts sein. Ich gucke nur, ob ich hier noch ein bisschen Munition. Ne, hier finde ich gar nichts. Aber doch. Der Kraft Dings ist ein bisschen wenig. So, der Leck lag nämlich auch nicht an mir. Ich habe jetzt extra mal rüber geguckt auf OBS.
So, mal gucken, wo die Gegner rumgammeln oder allgemein, wo der Fight gerade so ist. Irgendwie sind auch bei uns Leben auch schon nur noch 14. Das ist natürlich auch nicht so berauschend. Da baut sich einer hoch. Keine Ahnung, wo er hin will. Ja, habt ihr gesehen, wie es laggt? Ätzend. Alter. Da ich jetzt mal nachladen in aller Ruhe. Los, ey. Seid ihr nicht alle so aggressiv? Wir haben nur noch 10 Leben. Der hat sich verpieselt. Ich hab ja gesehen. Ah, wenn mich hier einer trifft, war es das eh erstmal mit der Runde. Ah, aber 200 haben wir schon mal. Aber ihr seht ja, das Scharfschützengewehr ist eigentlich das Beste dafür, weil ihr müsst halt nicht mit dem großen Scharfschützengewehr schießen. So, hier sind wir wieder bei denen auf der Seite. Baut sich da hinten hoch. Wo ist er? Eben schon mal weggeholt. Dann, ich brauche Gegner, Gegner, Gegner. Boah. 215 Meter Kill. Du Arschloch. So, jetzt müssen wir mal langsam mal Gas geben hier. Ah, ja, das war schon 160. Eigentlich müsste ich schon haben. Nee, es fehlen noch 20. Aber ihr seht ja, es ist eigentlich ziemlich simpel. Also die Waffe empfehle ich euch halt echt. Das automatische Scharfschützengewehr, wie gesagt. Ist die einfachste Waffe, weil ihr halt nicht aus dem Aim rausgeht. Also. So, Aufgabe sollte ich schon schaffen. Auf dem Baum bauen geht also definitiv immer noch nicht. Aber Aufgabe müssten wir jetzt eigentlich geschafft haben, oder? Ja. Also ihr habt es gesehen, eine Runde, easy machbar.
Nein, ich gebe ihm 100er Headshot. So, aber wie gesagt, Aufgabe geschafft. Also bei Gruppenkeile direkt raus. Dieser Ladebildschirm, ich finde ihn so geil. So, dann würde ich sagen, erstmal danke für die ganzen Abonnenten. Wie gesagt, wenn du noch kein Abonnent bist, gerne ein Abo raushauen. Kostenlos natürlich. Und dann würde ich sagen, viel Spaß mit den anderen Aufgaben. Ich habe bis jetzt alles hochgeladen für euch. Und dann würde ich sagen, viel Spaß und haut rein.